Geht halt leider nicht mehr. Ist sehr schade. Sehr, sehr schade. Aber durch Kundi können wir jetzt gleich vielleicht noch ein bisschen Gold im Mitternachtzyklus bekommen. Zirkus, nicht Zyklus. Dann, genau. Wäre doch schön. Wäre so im letzten Stream noch ein Item-Level drin. Mit Full AFK meinst du jetzt aber nichts machen, oder was? Vorher hast du gesagt, immer ausweichen und so. Oder immer irgendeinen Trank benutzen auf irgendwas. Full AFK wäre, ich lass mich sterben. Ne? Akul Zayden erwartet dich an einem Ort voller Tricks und Täuschungen. Uiuiui. Akul Zaydon. Die Stimme von Deadpool, Ryan Reynolds, erwartet uns hier. Ich glaube, mein Traum vom Hyperwaken ist bei einer 1680, meine Güte, so schnell kann ich gar nicht lesen, wie du schreibst, war tot, also genau wie letzte Woche. Letzte Woche waren wir nicht im Zirkus, da habe ich Südkursan zu Ende gespielt, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Das war vorletzte Woche. Soweit ich das nur weiß. Das Dungeon generell schön. Ich mag so Level, die so aussehen, wie als wären sie so aufklappbare 3D-Bücher oder so. Da gibt es einige Spiele, die so sind. Auf der PlayStation. Also Granaten rein und Full DPS. Aber welche Granaten waren es? Die hier, ne? Die Finstergranaten, ne? Wirf die Granaten und füge Dunkelschaden. Okay. Und wenn ich sterbe, ist nicht schlimm, ja? So, wieder abholbereit. Guck mal, wie schön hier damit. Riesenrad. Ah, bei uns im Bergheim ist bald wieder Hubertus Markt. Ende des Monats. Herbstkirmes. Martinskirmes. Je nachdem, wie man es nennen mag. Nee, was ist das schön? Da gehen wir wieder richtig schön auf die Kirmes, du. Paradies, Apfel, türkischer Honig, gebrannte Mandeln, Schätzelein. Ist das Stichwort. Tada, da ist er. Full DPS und ich will euch die Nerven vorstellen, die wie ein Komet erschienen ist. Wie war das denn jetzt generell mit dieser Granate? Immer drauf tun auf den oder? Ah, das habe ich wieder vergessen. Oh, ich hab's irgendwas. Irgendwas habe ich geschafft, ich weiß aber nicht was. Ach, der ist schon tot. Komm, lass mal kurz reden. Das hat zum Aufwärmen gereicht. Okay, Deadpool. Ich liebe diese Deadpool-Stimme bei dir. Was ist das? Abschlussmedaillen. Okay. Wofür waren die? Kann gegen verschiedene Gegenstände im Solo-Modus-Laden eingetauscht werden. Okay, das waren 400 Gold für diese... Für dieses Gate. Mhm. Für das Gold kann man noch nicht mal ein Upgrade machen. Vom Item. Also noch nicht mal ein Versuch. 960 braucht man für einen Versuch.
Vollkammermörder wird auch erscheinen. Wer wird als letzter auf den Beinen sein? Gibt's denn für diese Solo-Marken? Gold? Nee, ne? Stimmt nicht. Juhu, wir haben den nächsten Gate und damit... Bist du bereit? Die... Okay! Nächste Seite! Und dann mit genug Geld... Wie geht es weiter? ...für ein Upgrade zu probieren. Romantik? Nein, einen gruseligen Thriller. Can you now full AFK? Also ich soll jetzt genau full AFK gehen. Beginnen wir mit dem Höhepunkt! What you doing for the damage? I wanna hyper awaken at 90. Hyper Awaken at 90. Ich verstehe nur Bahnhof, ne? Aber du machst da schon, Gundi. Wir haben ja zum Hyper is not buffed. It's always same damage. Aha. Jo, Hyper Awakening at 90 and me at Bingo. Ich verstehe gar nichts. Sie kennen sich alle aus und ich sitze hier und denke mir, was ist das für ein schönes Dungeon? Was ist das für ein tolles Rot hier? Ne? Was sind da die alles für schöne Leuchteffekte? Das ist so geil. Carrion im Raid und guckt nur auf die Deko. Das ist so cool. Voll die Experten hier. Hyper Awakening is not buffed und 1,6 Billionen Damage und Bingo und... Ja, nee, ist klar. Keep hitting Clown even when he is DR. Ja, DR muss er nämlich auch sein. Weil... Sonst kipp M1. Ja. Ich verstehe jetzt aber so langsam meine Mutter, wenn die früher nicht verstanden hat, was ich ihr über mein Handy erzähle oder so. Jetzt verstehe ich selber nichts mehr in irgendwelchen Spielen. Ne? Wenn ich hier Lost Ark Speak höre, komme ich gar nicht mehr klar. Ich würde das noch nicht mal auf Deutsch verstehen. Auf Englisch verstehe ich es noch weniger. Nichts machen. Ich bleibe einfach stehen. Okay, das ist für mich verständlich. Nix machen liebe ich, ja. Also, Kundi, sag mir, welche Items du von mir haben möchtest. Wenn du mich noch durch mehr Raids ziehst, kriegst du Items von mir. Ja, also, ich kann gerne dir die handelbaren Items alle geben, die ich habe. Hauptsache, ich kriege irgendwie Gold zusammen. Und das kriege ich ja jetzt. Durch diesen Mitternachtszyklus wenigstens. Ich sage immer Zyklus. Ich weiß gar nicht, wie ich mal auf Zyklus komme. Vielleicht wegen dem Mondzyklus und dem... Da gibt es ja dieses, ne? Ebbe und Flut und so. Ich denke immer bei Mitternacht irgendwie an den Zyklus. Keine Ahnung, warum ich immer Zyklus statt Zirkus sage. Faszinierend, mein Gehirn hat das irgendwie anders verknüpft. Ja, sind nur 166 Balken. Ist es heftig, ne? 166 Balken. Wenn wir kurz hingucken, Kundi zu. Im Moment müsst ihr euch einfach vorstellen, dass das der Kundi ist. Und der da jetzt irgendwas professionell macht. Also wenn ihr Fragen zu solchen Raids habt, ne, oder zu Lost Ark, dann kann ich euch immer nur sagen, kommt in meinen Chat und fragt Kundi. Kundi ist oft bei mir im Stream, guckt mir oft zu. Vielen lieben Dank dafür auch, dass du immer so viel zuguckst und so viel da bist. Und genau, Kundi kann dann auf jeden Fall immer sagen, hier, hey, so geht das in Lost Ark. Der kennt sich richtig gut aus.
Ja. Braucht aber doch einiges an. 160. Oh, das hätte ich mal früher machen können, mich einfach hier in die Flammen stellen können. So, da ist Kundimage. Jetzt sehen wir ihn. NVM. Ich gebe das jetzt einfach mal bei Google ein. Ob Google weiß, was das heißt in MMOs. Manchmal gibt es ja so Lexikons. Wie heißt das? Wikipedias. Begriffe in MMOs. NVM. Keine Ahnung. Jargon, MMORPG-Jargon bei Wikipedia. Was hat er gesagt gehabt? NVM. Da gucken wir mal bei N. Ne, kenne ich nicht. Wenn ihr übrigens mal wissen wollt, was es da für ein Jargon gibt, ne? Also das ist jetzt kein Witz, ne? Es gibt da ja so viele Worte. Ich poste es mal hier in den Chat, das meinte ich nicht als Witz, das meinte ich ernst, ne? Also, so, zack, hier. Ja, also zum Beispiel, was heißt ADC, ne? Attack Damage Carry, ne? Das ist bei Dota und bei LOL ja immer so das Thema. Ne? Aber die Aggro weiß jeder, was das heißt, Aggro Switch weiß man auch, was das heißt. Aha, ne, Abkürzungen kennt man auch. Ist halt lustig, wenn man so mal die Wörter alle so sich anguckt, welche man alle kennt. Das ist halt schon krass. Buffbot, Callen, Carebier, den kenne ich nicht. Ist meist abfällige Bezeichnung für einen Spieler, die ihren Charakter übervorsichtig spielen. Ein Carebier, okay. Glücksbärschi. Das mache ich nicht. Ich gehe meistens immer rein und bin crazy. Char-Charakter, China-Farmer, kennt man auch. Ist halt lustig, ne? Corpse Run, ja, das hatten wir früher auch immer, ne? Wieder zur Leiche laufen oder zum Grabstein laufen bei Dark Age of Camelot, damit man die EP wieder kriegt. Boah, wie viele Begriffe man kennt aus diesem MMORPG-Jargon. Das ist echt krass. FC ist schon alleine, ne? False Chat, Farmen, das ist so krass, Griefchen, Grinden, ihr kennt es auch alle, ne, die ganzen Begriffe, aber wenn man ganz frisch mit MMOs anfängt, also ich könnte, glaube ich, meinem Kollegen, der die ganze Zeit nur Call of Duty spielt, diese Begriffe nennen und der will gar nicht wissen, worüber ich rede. Interrupten. Int kennt man natürlich. Kiten. Jo, das hat wohl nicht geklappt. Kos, ja genau. Kill on Seeing. Kill on Sight. Ja, das kenne ich auch. KS, Kill Stealing. Ja, das gab's oft. Früher war das ja wirklich so, wenn man einen Mob weggekillt hat oder so. Da hat man die Ex weggeleecht und Kill geskillt. Kill gestealt und Grief Play. Ja, stimmt. Das ist heute gar nicht mehr so extrem, weil heute kriegt man alle die Questbelohnung. Früher war das immer, der den ersten Mob angetankt hat, angehauen hat, der hat es auch bekommen, die anderen alle nicht. Faszinierend. Ich bin schon bei L. Aber es sind echt viele Worte, die man lernen muss. Im MMORPG-Jargon. LFG kennt jeder, ne? Line of Sight. Na, das kennt man aus vielen Rollenspielen, auch auf dem Brett.
Nur das, was man sieht, darf man killen. Wo was im Weg ist, geht nicht. Mein Main-Charakter. Meine Mets. Es ist so lustig. Metzen, Crowd Control, genau, Mesmerize. Minion Master, okay. Das ist eigentlich Pet Magier oder so, ne? Minion Master, Pet Master, sowas, genau. Mount, ja. Ich gehe einfach ins Feuer rein, ne? Damit ich dann tot bin, oder? Ja, ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. So kann man sich natürlich auch schnell von der Bildschirmfläche verabschieden und dementsprechend Kundi zugucken. Ist doch nicht schlimm, wenn man vorher stirbt, oder? Das Feuer tut gar nicht so weh, sehe ich gerade so. Burn, Baby, burn. Die anderen denken, wie ist deren drauf? So. Die sind zu dritt. Kundi sagt Solo-Modus. Oder hat er jetzt irgendwo gesagt, ich muss doch mitmachen? Nein. Er hat gesagt, nichts machen. Das ist die letzte Info für mich. MP, Magiepunkte, ja. Named Mob, genau. Bedarf vor Gear, Need before Greed, ja. Genervt. Also, die Begriffe ist schon cool irgendwie. OOM war bei mir immer, ne? Out of Mana. Das war bei mir immer extrem nervig. War ich oft damals bei Dark Age of Camelot im PvP oder so. Sag mal einfach, Kunde, wenn ich wieder komplett mitmachen soll, ne? Und was ich machen soll. Ein Pet. Genau. Power Leveln. Ja, das kennt man auch, ne? Durchgezogen werden. Pullen. Das ist so geil. Also, wenn man die ganzen. Ich muss recken gehen, ich muss rappen gehen. Wie sind deine Resis? Ich muss retzen. Es ist so cool, das immer wieder zu sehen, was man alles schon für Wörter gelernt hat. Booten, rushen. Viel im PvP damals, Dark Age of Camelot, die Bogen zu übernehmen. Wir rushen jetzt die Burg. Random, genau. Wir nehmen einen Random mit. Meistens irgend so ein, der gar nichts kann. So wie ich. Jetzt bin ich der Random mittlerweile. Ja, cool. Snare. Snare ist gar nicht so oft gewesen bei Kiten. Aber Snare nicht so. Okay. Stacken. Ja, die Buffs müssen sich übereinander stacken. Ja, supporten. Als heftig. Das ist der Tank. Das ist der T-Bag. Was ist das denn? Bezeichnet das Schleichen. Und dann demütigen, Teabagging. Okay, gut, das war nicht so das Thema. Trainen. Ja. Hat man immer getrained, ja. Twink. Die alternativen Charakter, genau. Die Zweitcharakter, die man hat. Ich gehe twinken. Ich logge auf meinen Twink um. Es ist schon cool. Aber mir fehlen noch so ein paar MMO-Begriffe. Vipen, klar, kennt man auch, ne? Want to sell, want to buy. Es gibt aber Ground Target und sowas, ne? Also es gab bei Dark Age of Camelot immer so Ground Target Area oder irgendwie sowas. Da musste man auf dem Boden ein Ziel machen. Das hieß auch irgendwie. Und die Bezeichnung ist hier noch nicht drin. Dass man so ein Ziel setzt oder so. Naja, egal. Auf jeden Fall, das kenne ich noch von meinem Eldritch. Der hatte so einen Zauber, da musste man erstmal auf dem Boden ein Ziel setzen und da konnte man dann seine Fähigkeit, sein Flächeneffekt oder so, Bodenobjekt, GTA. Doch, GTAE, glaube ich. Ground Target Area Effect. Doch, da ist er. Bei Area Effects. Boah, das war immer kompliziert, ne? Oder PB,
PBA. Genau, eine Bombe, Point Blank Area Effekt. Der war auch immer geil. Ach nee, war das alles schön. Damals, als ich nur im MMO-RPG-Jargon gesprochen hat. Bei Dark Age of Camelot war das extrem. Mit WoW hat es schon ein bisschen abgenommen und dann danach hat man gar nicht mehr so viel gesprochen. Man redet vielleicht mal über Twinks oder so, aber so Spezialanweisungen. Ja, habe ich heute wieder welche gesehen in Lost Ark. Aber so nicht verstanden. Die habe ich jedenfalls nicht gefunden in dem Jargon. So. Noch 10 Balken, Kakulseidon. Das sieht ja sehr gut aus. In der Zeit, wo ich hier meine Storys erzähle. Und da kommt die wunderbare Kundmage im Badeanzug und mit Sonnenhut im Mitternachtszirkus und haut sie einen Clown um. Wir werden es gleich sehen. Reicht der Badeanzug? Der Badeanzug reicht nicht. Nein! Es war so kurz davor. As I said, you must attack, not the air. Him auto attacks are enough. Ich kann nichts sagen, ne? Also Kundimate scheint jetzt zu wissen, wie es geht. Der Punch des Todes erklärt das auch. Ich spreche jetzt einfach mal Deutsch, weil Punsch des Todes wird auch Deutsch können. Friska weiß man nicht, er sagt auch nichts wie ich. Ach nee, was ist das schön. Genau, Punsch des Todes sagt sofort genau so, nicht anders. Genau. Ja, also. Drücken wir Kundi die Daumen und Punsch des Todes. Die beiden scheinen sich echt gut auszukennen hier. Friska und ich sind wirklich die, die nur mitlaufen. Aber jetzt habe ich keine Geschichten mehr. Jetzt habe ich kein MMO-RPG-Jargon mehr, den ich euch erzählen könnte. Worüber reden wir denn dann? Ach ja, wir können noch mal kurz über den Starthilfe-Server reden. Ja, es gibt einen Starthilfe-Server. Da könnt ihr 1600 werden. Ja, also wenn ihr nicht so wie ich einen Hauptcharakter haben wollt, den ihr komplett durchspielen wollt mit allem drum und dran, von vorne bis hinten, dann könnt ihr auf dem Starthilfe-Server anfangen. Da kriegt ihr eine relativ gute Ausrüstung. Ich glaube 1520, 1560 oder so. Und auch viel Upgrade-Materialien. Und wenn ihr die dann upgradet auf eine gewisse Stufe, dann kriegt ihr schon wieder eine neue. Ja, also da sind stufenweise Belohnungen, die ihr immer wieder upgraden könnt, bis ihr 1600 werdet. Ihr kriegt auch Gold dort geschenkt. Ja, also auch das Upgrade-Geld, was man für die Rüstungsteile braucht, um die upzugraden. Aber ihr müsst schon ein bisschen durch Dungeons laufen. Ne? Also Chaos-Dungeons, Upgrade-Materialien sammeln und so. Da kriegt ihr nicht so viel, dass ihr komplett alles habt. Zum Beispiel diese Steine. Ja, hier diese hier habt ihr zwar genug, aber wie heißen sie denn? Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie sie heißen.
die Ursprungssteine oder wie die heißen, ich weiß nicht, sorry, ich habe gerade den Namen nicht. Auf jeden Fall, die muss man dann doch noch erfarmen gehen und das muss man halt im Chaos Dungeon und so machen. Ne? Und dann habt ihr aber auch wirklich die Möglichkeit, dort 1600 zu werden auf diesem Starthilfe-Server und könnt den Charakter nachher auf den Hauptserver hier, wie ich bin, draufziehen. Also auf Ratik zum Beispiel, da bin ich ja unterwegs. Das ist ja auch meine Gilde. Da ist auch Kundi. Und dann könnt ihr also erstmal einen guten Charakter haben. Könnt auch Nordkorsan sehen. Aber halt nicht mit einem Charakter, den ihr hier habt. Ja? Also wenn ihr bis jetzt nur einen normalen Charakter hier im Spiel euch aufgebaut habt, auf den Hauptservern, und da habt ihr jetzt kein Gold zum Upgraden, dann kommt ihr halt mit dem nicht nach Nordkorsan. Aber vielleicht reicht euch ja auch nur ein Zweitcharakter oder Dritt- oder Viertcharakter von dem Starthilfe-Server. Also, es ist möglich, die 1600 zu erreichen auf dem Starthilfe-Server. Aber auch da muss man ein bisschen was tun. Ich meine, hier könnte ich das auch schaffen, ja, wenn ich jetzt 3 Wochen lang immer weiter Unas Tagesaufgaben mache, dort immer das Gold eintausche, mit Kundi oder anderen vielleicht nochmal ab und zu hier in den Raids Gold hole oder in Kaiangel oder in anderen Dungeons. Man kann schon Gold farmen, ja. Es ist also nicht unmöglich, diese 1600 zu erreichen, die ich für Nordkorsan bräuchte. Es ist halt nur ein Zeitaufwand, den man betreiben muss. Und diesen Zeitaufwand kann ich leider nicht betreiben, weil ich halt zu viele Spiele spiele. Montags gibt es hier nämlich immer Elder Scrolls Online, Gold Road. Donnerstags gibt es jetzt immer wieder WoW oder Assassin's Creed Valhalla im Austausch. Ja, also mittwochs und donnerstags WoW oder Assassin's Creed Valhalla, je nachdem, weil Lost Ark jetzt erstmal durch ist. Und genau, deshalb, sobald wir genug Gold haben, um 1600 zu erreichen, geht es auch bei Lost Ark irgendwann weiter. Aber heute ist der letzte Stream eigentlich dafür. Weil das, was wir hier an Gold jetzt rausholen, reicht nicht für die 1600. So, und dann, wenn Assassin's Creed Valhalla durch ist, kommt Assassin's Creed Mirage als Ersatz. Ne? Wenn Elder Scrolls Gold Road durch ist, dann hoffen wir, dass da bei Elder Scrolls ein neues Gebiet kommt. Sonst kommt da Horizon Forbidden West als Ersatz. Ja, auch wieder ein Open-World-Titel auf der PlayStation. Ah, ich glaube, das wird hier nichts heute. Ich wüsste jetzt auch nicht. Wenn wir beide mitmachen, ob das hilft. Sollen wir beide vielleicht doch mitmachen, die hier full AFK sind? Come out, use while you are waking, hopefully. Use way. Sway und du wirst awaked? Das gibt's. Man kann wiederbelebt werden. Way beschwört den inneren gebannten Dojul, um 3 mächtige Angriffe zu entfesten. Erweckt Dojul, verursacht Angriff schweren Taumelschaden. Didn't crit. Ah, okay. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ne, an Kundi, was hier gerade passiert und was hier gerade, warum das nicht klappt oder so, ne, dann. Dann schreibt ruhig in den Chat. Ich vertraue darauf, dass wir das noch schaffen. Wir haben es nämlich schon geschafft letzte Woche oder vorletzte Woche. Da hat Kundi Mage mich hier schon durchgezogen. Aber da habe ich ein bisschen mitgeholfen. Ich weiß nicht genau, was er heute probiert. Like, what are you trying to do? Genau, Friska fragt nämlich jetzt auch, was versuchst du eigentlich zu machen? Ich weiß auch nicht genau, was Kundi vorhat. Er wollte full AFK hier durch. Letzte Woche haben wir ein bisschen mitgeholfen.
Can I just do Dragon for you and you can teaser? Oh Gott. Ich weiß schon wieder nicht, was der Drachen für ihn ist. Er möchte ihn mit Hyper Awaken one-shotten. Okay. Punch des Todes hat aber eben gesagt, dass Hyper Awaken wird den gleichen Damage machen. Okay. Und Friska sagt irgendwie, er macht den Drachen für Tee. Ich verstehe gar nichts. Ich mache den Drachen für einen Tee. Er macht dem Drachen einen Tee. Der Drache kriegt einen Tee. Einen schwarzen Tee oder einen Früchtetee. Ich verstehe nichts. Ich meine, meine Tee-Buffs, also wenn er Tee verteilt, machen Hyper bei 20%. Ja, dann kriegt man Hyperventilieren mit 20%, wenn man den Tee von ihm trinkt. Ich verstehe. Nur Bahnhof. Das ist so geil. Das ist so lustig. Garion, der MMO-Opa, sitzt hier und denkt sich nur, warum trinken die jetzt mit dem Drachen Tee und warum kriegen die dann Hyperventilieren? Ich gucke einfach zu. Das ist so schön. Der Gundi verzweifelt. Der haut jetzt nochmal richtig rein, der Gundi hier. Und Opa Rainer, der schlägt die Hände wieder im Kopf zusammen. Hallo Opa Rainer, schön, dass du eingeschaltet hast. Toll, dass du hier bist. Ich verstehe halt gerade gar nichts, Opa Rainer. Sorry, ich gucke einfach nur zu, was der Kunde hier mit dem Punsch des Todes macht und so. Und Friska gibt einen Buff. Solange Kunde nichts sagt, mach mit. Halte ich die aktuelle Anweisung. Nix machen war die aktuelle Anweisung. Und das mit dem Full AFK kenne ich ja auch bei anderen Raids, aber hier scheint das alles irgendwie nicht gerade so zu funktionieren. Aber Hauptsache im Badeanzug. Das ist die Hauptsache. Sonst wäre es langweilig. Guck mal, ich bin ein Clown. Oh, ich war ein Clown. Ich kam mir fast schon vor wie S. Und da sagen die immer, Clowns wären nicht gruselig. Habt ihr schon mal einen nicht gruseligen Clown gesehen? Guck mal, wie der durchdreht. Immer auf mich. Immer der, der den meisten Damage macht, kriegt hier den Ärger, weißt du? Der Punsch des Todes. Ich weiß ja nicht, ob er es wisst, ne? Aber so ein Winterpunsch, da muss man schon viel von trinken, damit der des Todes ist. Also so einen leckeren Punsch. Ja, das wäre jetzt schon was, ne? So bald kommt Weihnachten. So Kinderpunsch. Ne, wenn man noch Auto fahren muss. Ansonsten hier so einen richtig leckeren Glühweinpunsch oder so. Aber nom, nom. Oh, wenn man zu viel davon trinkt, könnte es schon Punsch des Todes sein, das stimmt. Jetzt, wo man es gerade sagt, könnte ruhig langsam Weihnachten kommen, ne? Oder? Wie sieht das aus? So ein bisschen mit Marzipan-Geschmack und so. Das wäre schon lecker. Wisst ihr überhaupt, was Punsch ist? So wie eine Bowle früher, so, ne? So ein alkoholisches Mischgetränk, wo ganz viele unterschiedliche Zutaten drin sind. Ananasstücke und Mandarinen und ja, gibt's ganz viele leckere Rezepte von. Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ach, weil der eine hier Punsch des Todes heißt. Aber ich glaube, der meint Schlag statt Punsch. Aber ich muss euch ja irgendwie hier bei Laune halten. Ich muss ja irgendeinen Quatsch erzählen.
Achso, nochmal Dank an Shooter Doktor für das Abo. Vielen lieben Dank hier für die dauerhafte Unterstützung jetzt schon seit über einem Jahr. Immer wieder ein Abo dagelassen. Shooter Doktor, sehr, wie nennt sich das? Sehr treues Mitglied hier. Ich glaube auch sogar eins der ersten Mitglieder. So ein Gründer nennt sich das dann. Dafür nochmal Dankeschön. Ja, und wir gucken mal, wenn wir hier gleich durch sind, dass wir noch ein, zwei Quests machen in Südkorsat. Ne? Da haben wir noch ein paar Quests offen. Und versuchen dann auch noch das Item-Level um ein, zwei Stufen zu erhöhen mit dem Gold, was wir dann haben. Und dann, genau, sind wir mit dem letzten Let's Play durch für heute. Für die nächsten Wochen mit Lost Ark. Ne? Also, heute ist das letzte Let's Play von Lost Ark. Elder Scrolls geht natürlich weiter. Assassin's Creed geht weiter. World of Warcraft kommt demnächst wieder. Da werden wir in War Within ganz nach unten in die Höhlen steigen. Also wir werden noch viele, viele Spiele hier spielen. Aber Lost Ark, Nordkursan ist für mich nicht erreichbar. Wie geht's dir denn, Opa Rainer? Kundi ist ja jetzt wieder kräftig hier am Arbeiten. Also, du siehst es ja. Die Dame mit dem Sonnenhut. Steht eigentlich über dir. Snowflex Juggling. Ist das deine Gilde? Snowflex Juggling. Jail Inc. Ach so, Snowflex Jail Inc. Ach so. Snowflakes war ein Dings. Ja, okay, ich weiß, was das heißt. Opa Rainer, geht's gut? Das freut mich. Sehr schön. Du spielst ja jetzt auch wieder ein bisschen Elder Scrolls Online, habe ich gesehen. Ne? Das ist ja auch cool. Elder Scrolls geht immer. Es ist immer wieder was Schönes zu sehen, zu erleben. In Elder Scrolls immer neue Gebiete. Man kann in den Gebieten noch ein paar Sachen machen, Errungenschaften und so weiter. Und Kakulseidon ist, glaube ich, tot. Jawohl. Grätzi an Kunimage. Er hat's geschafft. Du wirst das nicht beenden. Nein. Nein. Das zählt nicht. Jetzt geht es erst los. Sehr gut. Jetzt geht's trotzdem noch ein bisschen weiter hier. Aber das, was wichtig war, war, dass er da in diesem Modus gestorben ist. Ohne Max gewone-shottet hat Kundi ihn. Und das war das Ziel die ganze Zeit. One-shotten ist cool. Jetzt müssen sie nur noch die 6 Balken schnell wegkriegen und dann war es das für ihn. Also wenn man einmal hier in dem Ding ist, scheint das alles gut zu gehen. Tada! Geschafft! Und damit vielen lieben Dank an Kundi. Kakulseidon ist besiegt. Das war eine coole Sache. Sehr gut. Und wir haben sogar hier 17 für das spezielle Verstärken bekommen. Vielleicht können wir dann sogar noch ein bisschen mehr verstärken als nur 2-mal mit dem Gold. Ja, die 2200 sind fürs Gold. Und das spezielle Verstärken, das ist halt, genau. Nochmal eine Zusatzmöglichkeit. Ach man, ich drücke einfach hier drauf. Ich kriege es gerade nicht auf die Kette aus dem Raid rauszugehen. Alles gut, Kundi, wir hatten viel zu erzählen. Danke, dass du auf jeden Fall da nochmal durchgezogen hast. So haben wir doch noch die Chance, uns an die 1600 anzunähern. Ne, bussen lasse ich mich immer gerne, ja. Also ich würde auch Geld, das Geld jetzt wieder behalten, um
wieder einen anderen Raid mich boosten zu lassen und wieder Gold rauszuziehen, aber sie machen es halt nicht mehr. Ne, das ist halt der Punkt, warum mir das Gold jetzt nicht hilft, um mehr Gold zu bekommen. Ne? Sonst hätte ich jetzt irgendwann gesagt, ich gehe ins Pandemonium, drücke hier auf WTS. Ne? Das hat früher, also das hat ein paar Monate echt gut funktioniert. Ne? Dieses One to Sell, das war echt eine coole Sache, um Gold zu machen und dann seine Items abzugraden. Also ist aber leider jetzt vorbei. Aber diese Hypererweckung ist echt geil, okay, die man in Tier 4 bekommt. Pandemonium können wir auch gehen. Ja, wie sieht das denn aus, Pandemonium-mäßig? Kann ich da Full AFK gehen? Also kann ich da zugucken oder muss ich da auch was machen? Ich busse dich da durch. Ach, das wäre ja auch schön. So, und da seht ihr jetzt den neuen Hund, ne? Hier über seinen Hund, ne? Da macht er nur wuff, wuff, wuff und so. Da habe ich jetzt einen, er frisst aus der Ecke. Ja, komm, da. Also jetzt über den Hund mir die Geschichten anzuhören, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Den wollen wir einfach nur wegen einem Abenteuerfoliant. Ich höre mir ja viele Geschichten von den Beziehungscharakteren an oder so, aber vom Hundi muss das jetzt nicht gerade sein. So, aber da haben wir vier gegrillte Schwefelpilze und die mag er. Zack. Über seine Spezialität. Hebt die Pfote. Wirft einen Stein. Holt den Stein. Steine soll man übrigens bei Hunden nicht werfen. Lieber Stöckchen. Weil bei Steinen können die Zähne kaputt gehen, wenn die Steine zurückholen. Das machen die Hunde auch. Ne? Die bringen auch Steinchen zurück. Aber für die Zähnchen ist besser, Stöckchen zu schmeißen und keine Steinchen. Muss ich auch erstmal lernen. So. Jetzt gehen wir erstmal wieder hier raus. Hund ein bisschen Beziehung aufgebaut. Geh mal und such beim Pandemonium. So, dann gucke ich mal. So, Pandemonium des Dingens. Und jetzt gucke ich dann ja immer WTS. Okay, oder? Den Lied Nitaladin. Nitaladin. Oh Gott. Was hat er gesagt? Nitaladin. Den hier. 1 bis 3 Reglier DPS. Ja. Und da soll ich reingehen? Muss ich da nichts bezahlen? Darf ich da AFK gehen? Kriege ich da Ärger sonst? Reglier, weiß ich halt nicht, was das heißt. Nö, ich carry das, aber AFK wäre set. Stehe ich leider nicht. Meine Meinung nach, my holy opinion, oder was meinst du? Nee, MMH, was heißt MMH? Hm, AFK wäre set. Also AFK kann ich da nicht machen, aber ich weiß halt nicht, was ich da machen muss. Einfach draufhauen oder was? Du weißt ja, ich kenne keine Techniken. Das sind zu viele Spiele mit zu vielen Techniken, bei zu vielen Bossen, in zu vielen Dungeons, mit zu vielen Raids. Ich kann mir die nicht merken. Einfach draufhauen. Okay, du gibst mir Tipps, ja? Na komm, ich gehe mit rein. Wenn er mich rauskickt, kickt er mich raus. Dann blockt er mich. Ist so mein letzter Stream. Ist egal. Ich mach das, was Kuni sagt. Ich hau drauf. Wenn ich mich dumm anstelle, dann werde ich halt gekickt und geblockt und was weiß ich und gebannt und ist mir jetzt im letzten Stream sowieso egal. Aber vielleicht kriegen wir nochmal so viel Geld, dass wir jetzt doch vielleicht die 1600 erreichen, ja? Eigentlich wollte ich mit euch die letzten Stories hier in Südkursan machen, damit wir das Spiel auch wirklich abgeschlossen haben. Aber der Kundi, der verführt mich hier doch so ein bisschen nochmal zum Gold verdienen. Ja. Halt schon ein paar Mal gemacht. Das ist halt einfach das Problem, ja. Das ist halt dieses, ich möchte nicht mehr so grinden, aber gut. Was soll's, komm.
Wenn Kundi dabei ist, ziehe ich durch. Da macht es ja auch Spaß, mit einem Zuschauer hier immer durchzugehen. Alleine würde ich das nicht machen. Ich würde mich hier nicht hinsetzen und halt keine Ahnung und sowas alles. Du wirst in Kürze zum nächsten Punkt gebracht. Achso, ja, da geht es los. Kill nur keine Orbs am Anfang. Du wirst in G1 am Anfang sterben, aber ist fein. Okay. Kill keine Orbs, also Kugeln. Kill keine Kugeln am Anfang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich halte mich immer ganz hinten. Dass sie so etwas Grausames tun. Wir müssen verhindern, dass Wasser das Dorf überflutet. Bei so vielen Lichteffekten auf der Map oder in so einem Dungeon ist immer mein Problem, die Orbs zu sehen, bevor ich einfach Damage drauf gehauen habe. Aber ich versuche, wenn ich eine Kugel sehe, nicht drauf zu hauen. Lass die heilige Glocke läuten! Die von den Priestern geläutete Glocke scheint gegen Dämonen zu wirken. Schnell, lass uns gehen! Ach so, ja, die Effekte. Jetzt kommen die tausend Sachen, die ich beachten muss wieder. Kundi! Mach doch nicht so einen! Von Mitspielern lassen sich ausschalten. Die Effekte von Mitspielern in den... Ach komm, die... Naja, die dürfen ruhig Effekte machen, dann sieht es schöner aus. Sonst haben wir zu wenig Effekte im Spiel. Ich mache ja nur jetzt mal so einen komplizierten Raid mit. Wo ich nicht full AFK gehen kann, sondern Re-Clear mache. Und die Mage sagt irgendwie... 4 Sternchen, weiß nicht, was er sagen will. Was? Okay. Also. Kill nur keine Orbs am Anfang. Gar nicht dahin. Ey, was hält er mit mir ab? Wo ist er denn jetzt? Oh oh. Halt die Hälfte schon, die du dir nicht umbringen will. Also er hat ja gesagt, ne? Du wirst in G1 am Anfang sterben, aber ist fein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sorry schreiben soll. Ich habe auf jeden Fall nicht die Orbs gekillt. Ich glaube, das war schon mal gut. Würdest du den Raid denn auch alleine schaffen? Also full AFK oder so? Nee, ne? Das oder wurde ich hier mal schon mal alleine full AFK durchgezogen? Ich weiß es gar nicht mehr so richtig.
Ich hasse diese Technik, wo man irgendwie auf 1, 12, 11 Uhr stehen muss und dann diese ganzen Kugeln und so. Das finde ich immer kompliziert. Ich lasse mich ja jetzt doch wieder irgendwie geheim bussen, ne? Ganzen grünen Klebesachen, die da an einem kleben, ne? Die würden mich schon so verwirren, dass ich gar nicht wüsste, warum kleben die an mir, was machen die für ein Gift oder nicht, oder Seuche, Pestilizenz. Da sind schon die Schlachtzugfinder-Raids bei WoW einfacher oder bei oder die Raids, wo man geschult wird bei Final Fantasy, da das ist alles irgendwie, genau, nicht ganz so kompliziert mit den ganzen Mechaniken. Es sieht immer cool aus, ne, die ganzen Effekte, also. Die bei Lost Ark, da die Entwickler, die stehen auf jede Woche. Die Glocke läutet die dämonische Energie. Lass die Glocke weiter läuten, um sie zu kontrollieren. In einem Team-Meeting und dann wie viele Effekte wollt ihr? Ja. Hm? Ja. Alle. Ich glaube, bei diesen war das so nervig, wenn man stirbt. Ne? Da muss man das Ganze nochmal machen. Dieses Gate ist halt relativ nervig. Wenn man dann dieses Wassersteigen hat, damit er die Treppe hoch muss und so, soweit ich das noch weiß. Und noch drei Balken, 2, 1, 0 und das sieht gut aus. Tun, was wir können, um zu helfen. Der Kokon muss auch noch kaputt gemacht werden. Kundi hat es jetzt auch umgehauen. Das ist aber keine Sonnenbank-Kundi, ne? Also mit dem Bikini, mit dem Badeanzug liegst du ziemlich ungünstig da, ne? Also viel Sonne kommt hier nicht hin. Schauen wir mal die noch laufen. Genau, jetzt müssen wir noch den Kokon weghauen. Der Damage Goblin war zu stark in mir. So, und wieder 19 Balken. Weiter geht's. Er ist immer noch nicht tot. Der ist so nervig. Eben, wo er 0 war, hat man ja schon gedacht, der ist durch. Dann kommt der Kokon. Jetzt kommt er nochmal raus. Jetzt hat er schon wieder Leben. Ich mag den nicht.
Die geht schwimmen. Ja. Gluck, gluck, gluck. Ah, kommen aber nochmal raus. Das ist ja gut zu wissen. Und jawohl. Durchbruchportal 1, Siegesmarken, Abschlussmedaillen. Also diese Abschlussmedaillen muss ich nachher nochmal gucken in dem Solo-Geber, was der nochmal dafür gibt. Und jetzt sind wir schon bei 3200 Gold. Jetzt können wir schon 3 Versuche fürs Upgrade nutzen. Was trotzdem MVP, ja. Echt? Ich muss mal gucken. Ach, ging zu schnell. Als Toter, ja. Wenn es ich gewesen wäre, wäre es ein Wunder. Dann wäre das Spiel buggy. So, zweites Gate. Kundi sagt, Damage machen einfach nur. Das versuchen wir mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die ewige Legende Gariane versucht hier gerade mitzumachen. Heute das Spiel wird wohl etwas länger dauern, ne? Also, weil es der letzte ist, ne? Wir wollen noch ein paar Quests gleich machen. Wir wollen gleich noch Upgrade versuchen von Item Level. Deshalb werden wir wohl heute doch 3-4 Stunden streamen, so bis 0 Uhr. Also anderthalb Stunden bestimmt noch, damit wir die Quests weiterkriegen, damit wir das Upgrade gemacht kriegen von den Items. Im letzten Stream kann man auch mal überziehen, ne? Kann man auch mal mehr als 2-3 Stündchen, da kann man auch mal 4 Stündchen, ne? Und wir sind ja hier auch noch nicht durch, also das wird schon noch was dauern heute. Ich hoffe, ihr habt so viel Zeit und müsst nicht schon in die Haie. Morgen ist erst Donnerstag, Wochenende ist noch weit. Wochenende ist noch weit, weit, weit. Ach, in G2 gibt es so ein Football-Mac. Wenn es so dunkel wird, ist in der Mitte so ein grüner Kreis. Okay, das habe ich verstanden. Ein grüner Kreis in der Mitte. Wenn es dunkel wird. Und dann? Am Rande der Map, wenn du grün leuchtest. Am Rand der Map, wenn du grün leuchtest. Mit dir. Was ist in der Mitte so ein grüner Kreis? Am Rande der Map, wenn du grün leuchtest, mit dir. Nee, ist klar. Ich schau jetzt einfach erstmal drauf. Versuche mal zu Kundi zu gehen, so ein bisschen. Versuche jetzt erstmal zu gucken, dass ich immer mal wieder einen Heiltrank nehme, wenn es zu eng wird. Wenn es zu dunkel wird, ist er im Kreis am Rande der Map. Ich verstehe nichts. Bleib einfach mal bei Kundi Mage. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bleib bei Kundi Mage. Oh. Der haut auch auf keinen drauf, ne? So, Transfusion, ich wäre beinahe tot gewesen. Geh
Können wir jetzt Damage machen? Ja, jetzt können wir Damage machen. Hm, ja. Guys, what the fuck, sagt er. Da sagt jemand, what the fish, guys. Was meint er mit what the fish, guys? Das haben wir falsch gemacht. Ah, jetzt kann ich wieder. Der ist schon wieder unverwundbar. Wenn ich kann, ist der unverwundbar. Ist doch Kacke immer. Oh wei, was war das jetzt? Ein großer Wusch und wir alle lagen auf einmal im Dreck. Hebt eine zufällige Schwächung von Gruppenmitgliedern auf. Eine zufällige Schwächung. Okay, Planänderung. Okay. Geh bei Football zur Mitte. Was ist denn der Football, bitte? Wenn es dunkel wird, oder was? Nee, der grüne Kreis. Der grüne Kreis. Hier sind überall grüne Kreise auf dem Boden. Grüne Flecken. Jetzt zur Mitte. Ich war jetzt ganz in der Mitte. Denkst du? Erschöpft die Haltbarkeit einer Waffe. Okay. Sorcerer, your friend. Your friend. Ich verstehe gar nichts. Ich sag einfach mal sorry, ne? Das ist halt das Problem, wenn man irgendwie, wenn man jetzt doch irgendwo mitläuft, ja, aber wie gesagt, ja, wenn sie mich muten, blocken, bannen, melden, ist es halt so, dann ist Lost Ark halt durch. Ich komme damit klar. Kundimage freut sich voll, dass ich so blamabel bin. Dass ich mich hier unter dem Radar durchbussen lassen will, ist nicht korrekt eigentlich. Aber ich denke immer, Kundi macht dreimal so viel Damage wie ich und macht den Damage für mich mit und dann passt das schon irgendwie.
ausgleichende Gerechtigkeit, wie man es so nennt. Eben habe ich bis hierhin überlebt. Aber ich scheine danach irgendwas falsch gemacht zu haben, weil Kundi sagt, gehen die mit auf einmal. Ich raff gar nichts. Ich verstehe auch nicht, was der grüne Balken da über den ganzen Spielern bedeutet. Ja, da kommt irgend so ein grüner Balken, der wird immer voller. Kundi seiner ist komplett voll fast. Ich versuche mal Kundi ins Visier zu kriegen, da ist er. So, jetzt wieder diese dunkle Phase. Da bin ich jetzt eben rumgelaufen. Ich glaube, die Monster dürfen einen nicht sehen. Das habe ich, glaube ich, schon verstanden. Aber ich bin dann, glaube ich, in so eine Pfütze gelaufen oder so. Ne, so wurde ich dann auch auf einmal grün. Ach, und das soll man dann an den Rand ablegen oder so? Okay. Die Musik ist schön. Na, wenigstens gab es keinen Vibe wie eben von dem ganzen Raid. Jetzt scheint es ein bisschen besser zu funktionieren. Wo ich nicht dabei bin, überleben sie. Das ist doch mal sinnvoll. Es ist so fies, ne? Wenn ein Spieler einen Fehler macht und dadurch der ganze Raid wiped oder so, das geht mir so immer auf den Nerv, solche Mechaniken. Ah ja, die Tentakel, die waren auch noch da. Jetzt liegen viele da. Kurambella, Silphi. Hier sind ja doch einige noch gestorben. Die Frage ist... Schaffen die es jetzt noch mit den Toten oder ist es wirklich so schwer, dass die jetzt alle noch sterben? Sie haben es geschafft, auch mit den Toten. Sehr gut. Zweites Gate geschafft. Ich habe Escape gedrückt. Irgendeiner noch nicht. So, nächstes Gate. Ja, genau. Es ist vorbei. Kundi sagt am Anfang vom Raid einfach nur Damage machen und jetzt kommen die 1000 Mechaniken, die ich machen muss. Ey. Das ist so geil. Ja, 5000. Jetzt haben wir schon 5 Versuche, unser Item abzugraden. Guck mal, Kundmage ist immer der MVP. Ne? Ist schon krass geil. Ne? Kundi dreht hier voll am Rad. Darum habe ich eigentlich gar nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn ich tot rumliege. Weil Kundi macht das schon. Ist nur die erste Mech etwas kompliziert, okay? Das könnte von Vorteil sein.
Nur die erste Mechanik ist etwas kompliziert. Jo. Also, theoretisch sterbe ich ja gar nicht. Es ist ja mehr so, dass ich den Raid wipe, weil ich irgendeine falsche Mechanik mache, ne? Eigentlich, ich sterbe ja selten, ne? Weil ich Nottransfusion und was weiß ich alles für komisches Zeug habe. Ja, unzerbrechlicher Geist oder wie das alles heißt und so ein Kram. Aber halt ich durch die falschen Mechaniken vibe ich halt den Raid. Und das ist halt nicht der Sinn der Sache, ne? Wenn so vier Statuen kommen. Okay. Vier Statuen kommen. Gut. Musst du quasi beim Laser stehen. Okay, es kommen vier Statuen und dann gibt es irgendwo einen Laser. Und da muss ich beistehen. Im Laser oder am Laser? Und den Gegner gleichzeitig hauen. Okay, Lasergegner hauen, gleichzeitig stehen beim... Das ist immer die Frage, ne? Im Laser, am Laser, um den Laser rum. Am Laser. Okay. Schauen wir mal, wo der Laser ist und dann den Gegner hauen. Okay. Versuchen wir. Vier Statuen kommen, da gibt es irgendwo einen Laser, da stellen wir uns dran und dann... Danach kommen so rote... Ja. Gibt es nur eine Mechanik, der erzählt dir wieder eine halbe Stunde von der Mechanik. Eine kleine Mechanik. Danach kommen so rote Telegrafen, wenn du sie nicht ausweichst, bist du tot. Okay, rote ausweichen. Nach 1 Uhr den Laser. Okay. 1 Uhr Laser, rote Dinge ausweichen, versuche ich. Vier Statuen kommen. 1 Uhr wäre ja hier irgendwo, ist ein Laser. So. Dann kommen rote irgendwas, da sind die Laser und trotzdem Schaden machen, hieß es. Und dann kommen rote irgendwas und da nicht von getroffen werden. Ich mache einfach diesen Schaden. Oh, ich bin zu weit weg. Oder? Ja, ich war zu weit weg. Oh, oh, oh. Rote Telegrafen, weiß ich halt nicht, was das ist. Aber, oh Mann, wenn irgendwas rot ist, dass wir nicht reinstehen. Warum er weggeht, wenn ich gerade meinen schönen Zauber mache. Am Laser stehen und weiter Schaden machen, oder? Irgendwie so war da was. Wo ist er? Ui, da war was Rotes. Nein, ich komme da nicht raus. So. Bluttransfusion aufladen. Ja. Das mit den Statuen, nee, das kann ich gar nicht. Irgendwie müssen die jetzt so angeordnet werden, dass die irgendwie so ein Ding ergeben. Genau sowas irgendwie, ne?
stirb. Kein Nerv mehr. Ich habe immer Panik, dass ich irgendeinen riesen Fehler mache. Geh einfach weg. Und der will nicht sterben. Na. Irgendwas ist passiert. Er hat Wurm zu mir gesagt. Ups. Kann ich escapen? Er stirbt nicht. Er ist tot. Yippie, ich bin mal nicht gestorben. Sogar beim Endboss. Sehr cool. Tot, sagt Kundi. Coole Sache. Und Kundi ist natürlich wieder der MVP hier. Most important person of all world, sozusagen hier, ne? Ja, sehr schön. 7600 Gold. Danke dafür, Kundi. Das gibt jetzt wieder ein bisschen Item-Level-Boost. Und ja, cool durchgezogen. Mitternachtzyklus und Akan-Raid hier im letzten Lost-Ark-Raid auf meinem Kanal.